bin diesmal in der Rhön unterwegs und stehe hier schon mittendrin, quasi im Herz der Rhön. Und heute zeige ich euch meine Lieblingsorte. Viel Spaß! Wie immer ist natürlich auch wieder Felix mit dabei hinter der Kamera. Hallo Felix. Servus. Warst du schon mal in der Rhön? Ja, hab dich ja schon öfter besucht. Marlene ist ja hier aus Ehrenberg, deshalb bin ich schon ganz gespannt, was du uns gleich alles zeigst. Ja, richtig. Ich bin hier in der Mitte Deutschlands aufgewachsen, im sogenannten Land der offenen Ferne. Warum das so heißt, sieht man, glaube ich, schon recht gut. Man hat nämlich einen echt krassen Weitblick immer. Und da habe ich jetzt auch ein paar coole Spots rausgesucht, die wir uns anschauen werden. Wir werden nämlich in diese Richtung einen alten Gletscher besuchen, werden da oben, wo die Kugel an dem Berg ist, abheben und in die Lüfte steigen. Da wollen wir Paragliden gehen. Und zuallererst geht es jetzt zu einem riesigen Moorgebiet. Willkommen am Schwarzen Moor. Hier alle so auf Holzplanken entlang. Das ist nämlich, weil der Weg hier quer durch das Moor durchgeht. Und im Moor kann man ja bekanntlich versinken. Also man sollte hier tatsächlich immer auf den Wegen bleiben. Nicht nur des Naturschutzes wegen, sondern auch wegen eurer eigenen Sicherheit. Man sagt nämlich, wenn man allein nur bis zu den Knien drin steht, kommt man nicht mehr raus. Das ist eine andere Welt hier. Das ist halt eine Moorlandschaft. Ich suche die ganze Zeit, ob ich eine fleischfressende Pflanze finde. Hier ist zum Beispiel eine. Da sind auch ganz viele. Hier ist jetzt ein Becken, in das man tatsächlich reingehen kann, um sich mal spüren zu lassen, wie sich so Torf wirklich anfühlt. Und ich muss sagen, es ist irgendwie ein bisschen ein ekliges Gefühl, weil man so gar nicht weiß, was das für einen Untergrund ist. Man sieht ja auf jeden Fall nicht bis zum Grund. Und schaut mal, das ist so eine breiige Masse. Hier können wir noch mal von oben auf das Moor hinabblicken. Und ich muss sagen, wir haben heute auch richtig Glück mit dem Wetter. Im Schnitt gibt es hier nämlich pro Jahr 200 Nebeltage. Sieht dann natürlich auch richtig mystisch aus. Aber bei Sonnenschein auch ein Traum. Vom Schwarzen Moor geht es weiter über einen aussichtsreichen Wanderweg oberhalb von Reulbach. Dabei kommen wir auch an dieser hübschen Kapelle vorbei. Schaut mal rein. Auf dem Weg liegt hier jetzt noch so ein super idyllischer Weiher. Hier war ich selbst noch nie. Das ist fast schon ein bisschen schade, weil das sieht echt richtig nett aus. Wie schön das hier aussieht. Hier sind Unmengen an Kaulquappen, schaut mal. Die knabbern meine Hand an. Sie hängen teilweise fest. Auf zum Schabstein. Dieser Wald hier sieht aus wie so ein Urwald und es ist gerade voll schön, wie die Sonne da teilweise so durchfällt und so Lichtflecken auf dem Boden hinterlässt. Und gleichzeitig hört ihr diese Paradiesvögel da oben. Jetzt wird es deutlich steiler. Das sogenannte Seupfädchen hat nämlich schon fast alpinen Charakter. Wir sind jetzt zum Basaltblockmeer gewandert. Können wir noch ein Stück weiter vorgehen. Dann hat man nämlich da einen richtig guten Blick auf meinen Heimatort. Da unten liegt Ehrenberg. Du musst aufpassen, wo man hintritt. Absolut. Aber es ist schon cool, oder? Wie die Steine da gerade so in der Sonne liegen und man irgendwie doch diesen Weitblick ins Tal runter hat. Das ist zum Teil ein ganz schöner Balanceakt, da wirklich drüber zu laufen. Wir laufen hier gerade über die Überreste eines Vulkans, denn wie viele andere Berge aus der Rhön ist auch der Schafstein durch vulkanischen Ursprung entstanden. Und das Spannende ist, hier unten drunter soll sogar noch ein Gletscher sein. Wissenschaftler haben nämlich die Temperatur im Hochsommer gemessen und festgestellt, dass an manchen Stellen die Temperatur nur minus 1,5 Grad Celsius beträgt. Hm.
Hört er sie schon? Ja. Ja, ist ja gut. Sind ja gleich da. Ich glaube, sie freut sich schon auf uns. Hallo, liebe Schafe. Hallo? Dankeschön. Gut, gut. Ist das schwer. Ja, aber es ist doch ganz zahm hier, gell? Und man sieht auch schon das Charakteristische an den Rhönschafen, nämlich den schwarzen Kopf und die hellen Beine. Und da sind ja hinter mir noch ganz viele mehr. Und die sind eben in der Rhön so heimisch und was Besonderes, weil die hier mit der kargen Landschaft klarkommen. Und das ganz gut fressen, was es hier gibt. Und dadurch sind die eher klein, aber sehr robust. Mhm. Hallo? Hier übernachten wir. Hier stehen überall so bunte Wägen rum. Das sind kleine Schäferwägen und in denen kann man hier übernachten. Dann werfen wir mal einen Blick nach innen. Es schaut super gemütlich aus hier drin. Und da oben ist so ein Dachfenster, da kann man dann beim Schlafen die Sterne beobachten. Jetzt, wenn es dunkel ist, zeigt sich die Rhön nochmal von einer ganz besonderen Seite. Man kann hier nämlich richtig gut den Sternenhimmel beobachten. Das liegt zum einen daran, dass die nächste Stadt echt ultraweit entfernt ist und zum anderen daran, dass hier nachts auch teilweise die Straßenlaternen sogar ausgeknipst werden, so dass wirklich gar kein Licht mehr rundherum stört. Und heute Nacht haben wir sogar das besondere Glück, dass auch noch ein Supermond zu sehen ist. Guten Morgen. Heute geht es hoch hinaus. Wir heben nämlich ab. Da vorne ist schon Pilot Bohr. Der nimmt mich mit. Sieht witzig aus, wie du läufst. Das lässt sich auch gar nicht so gut laufen, muss ich sagen. Jetzt hebt er gleich schon ohne mich ab. Helm ist auf, Ausrüstung ist angelegt und ich bin eigentlich startbereit. Wir stehen hier gerade am Westhang der Wasserkuppe und dieser Berg ist ja für das Fliegen bekannt. Bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert haben hier Studenten aus Darmstadt die ersten Flugversuche, damals mit so Segelflugzeugen, gewagt. Da gab es dann so eine Art Gummibänder, die diese Flugzeuge quasi so den Hang runtergeschossen haben und durch die Thermik sind die dann abgehoben. Auch heute kann man hier natürlich ins Segelflugzeug steigen oder ihr macht das wie wir und bucht einen Paragliding-Flug. Bist du aufgeregt? Ja, schon ein bisschen, klar. Ja. Das gehört dazu. Wir haben uns jetzt verbunden. Das heißt, ich hänge jetzt an Boris dran, hoffentlich fix. Und der Schirm wird dann da so zwischen uns nach oben steigen. Ist der Start klar? Ja. Okay, Start ist geglückt. Wir sind schon mal in der Luft und bisher nicht abgestürzt. Das werden wir. Ich hoffe es. War mega. Sie steuert. Ich bin Pilot hier. Jawohl. Ein bisschen tiefer gehen, ein klein bisschen. Jawohl. Wie fängst du es? Ja, kaum Steuer. Ich war ein bisschen wackeliger, aber sonst ganz cool. Ne? Okay. Wir sind wieder safe unten angekommen. Danke, Boris, war super. Hast du alles auch richtig gut gemacht? Hast gesehen, du hast selber gesteuert. Mhm. Und das ist auch leicht zu erlernen. Von daher kann ich dir auch im Flug mal die Steuerleine geben, ohne dass man Angst haben muss, dass da irgendwas passiert, ich die Kamera halten konnte. Und du machst das gut. Also in dir steckt auf jeden Fall ein Flieger und das solltest du ausbauen. Ja, ich werde mal üben. Vielleicht. Nach dem aufregenden Flug gibt es jetzt noch einen Absacker. Haben wir uns verdient. Steht er da schon? Ja, dann cheers. Zum Wohl. Wart ihr denn schon mal in der Rhön und habt ihr noch weitere Tourentipps? Dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten empfehle ich euch, unten in der Beschreibung mal vorbeizuschauen. Da haben wir euch nämlich alle Orte nochmal zusammengefasst, die wir besucht haben. Und jetzt könnt ihr direkt weitergucken. Es gibt nämlich noch viele weitere schöne Regionen in Deutschland. Zum Beispiel hier den Hochschwarzwald. Dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.